Wir kommen aus dem Saarbrücker Ludwigsparkstadion zum 9. Spieltag in der 3. Liga, zum Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Türkgücü München. So in etwa durfte ich Sie vor 3,5 Stunden begrüßen zu unserem Live-Spiel. Mittlerweile haben wir uns auf den Hallberg zurückgezogen ins Studio 2, um das Geschehene zu analysieren und Ihnen noch mehr zu bieten. Doch schön brav, eins nach dem anderen. Zuerst also der Blick zurück auf das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden waren 3 Punkte heute und damit ein Sieg fest eingeplant. Und dies beim Aufeinandertreffen der Aufsteiger des Vorjahres und des aktuell Tabellenneunten gegen den 10. Von 2 Teams, die zweifelsohne noch nicht ihr ganzes Potenzial bislang abrufen konnten. Und heute, Frank Kundhefer gibt die Antwort. Ja, Antworten muss zuerst einmal er finden. Uwe Koschinat, der Saarbrücker Trainer, nicht nur was das Sportliche angeht, sondern auch was die Diskussionen um ihn angeht. Dennis Erdmann, ja, das Thema schwebt wie ein Damoklesschwert über der Mannschaft, die angeblichen rassistischen Äußerungen. Und die Mannschaft und die Fankurve gemeinsam reagieren mit diesem Banner, positionieren sich eindeutig gegen Rassismus kurz vor dem Spiel. Eine, wie gesagt, gemeinsame Aktion der Fankurve und des Teams des 1. FC Saarbrücken. Aber dann wird natürlich auch der Sport in den Fokus rücken, nachdem man hier nochmal Haltung bewiesen hat. Die Fans kritisierten, dass der Verein da nicht ganz eindeutig war in seinen Äußerungen. Aber dann doch eben Vorfreude auf das Spiel, auf der Wiese, da unten im Park. Der ist wieder ausverkauft. Erste Chance hat der 1. FC Saarbrücken. 8. Minute, schauen Sie, Tobi Jennecke. Und dann wollen eigentlich alle, aber keiner kann so recht. Sebastian Jakob wieder in der Startformation an der Seite von Adriano Grimaldi. Nach der Verletzung von Julian Günther Schmidt, Bänderriss im Spiel gegen Viktoria Köln. Sebastian Jakob endlich wieder aus Sicht der FC-Fans. Startelf-Einsatz. Und er will sich mit ihm gemeinsam eingrooven und Spielzeit sammeln. Schauen, ob die beiden gut zusammenpassen, Grimaldi und Jakob. Was machen die Gäste aus München? 14. Minute. Die machen das 1:0, weil der FC hier wirklich nachlässig verteidigt. Törles Knöll mit der Führung für Türkgücü. Und das Ganze nehmen wir jetzt nochmal auseinander. Es wird nicht nach innen verteidigt. Hier in dieser Situation von Mario Müller. Und dann der zweite Ball bei Knöll. Und Daniel Batz kann dann nur noch hinterher schauen. Uwe Koschinat hatte das Defensivverhalten nochmal explizit angesprochen, dass man da nicht nachlässig sein darf. Und es bleibt dabei. Wenn der 1. FC Saarbrücken in dieser Saison Gegentreffer kassiert, dann alle in der ersten Hälfte. Darüber wird Uwe Koschinat nachdenken, wird er mit der Mannschaft sprechen. Sprung in die 26. Minute. Wie verkraftet der FC den Rückstand? Er verkraftet ihn gut und reagiert mit dem Ausgleich. Pius Kretschmer. 1:1, dann halt eben über eine Standardsituation. Wobei Saarbrücken schon nach dem Rückstand immer mehr Dominanz ausstrahlte. Jennecke winkt zwar, aber der Ball kommt von Mario Müller. Und dann ist es Pius Kretschmer mit seinem ersten Treffer für den 1. FC Saarbrücken. Der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg. Auch Grimaldi geht da noch hoch in den zweiten Stock. Keine Möglichkeit für René Vollert. Saarbrücken wieder drin im Spiel, auch ergebnistechnisch. Grimaldi wird zwar da hinten als Torschütze angegeben, aber Kretschmer war als Letzter mit dem Kopf drin. So, und jetzt sind die Blau-Schwarzen hier im Park wieder richtig drin im Spiel, müssen aber trotzdem ab und zu mal Acht geben, weil die Münchner gefährlich sind. Ein Umschaltmoment vom ganz starken Tobi Jennecke, der macht einen Meter. Immer weiter, Guras bietet den Laufweg an. Guras gibt das Elfmeter. Nee, zuerst mal weiterspielen und da ist das Tor. Jennecke, Jakob, 2:1. Sie haben es zu Ende gespielt. Bisschen mehr als eine halbe Stunde vergangen und Sebastian Jakob. Startelf-Einsatz und Tor. Da sieht man mal, was der Wert ist für diese Mannschaft. Und die Fans gehen jetzt richtig mit. Eingeleitet von Tobi Jennecke.
Auch etwas seltsames Abwehrverhalten der Münchner hier, die nach außen gehen, darum Guras frei machen. Da kann man schon mal auf den Punkt zeigen, aber wenn man es so zu Ende spielt, ist es dem ersten FC Saarbrücken natürlich auch völlig egal. Nur ein Tor trennte diese beiden Mannschaften bei gleichem Punktestand vor dieser Partie. Und jetzt fällt das 2:1 für Blau-Schwarz durch ihn, durch Sebastian Jakob. Und man spürt im Park, die Mannschaft will den Ludwigspark zurückerobern. Fünftes Heimspiel, 2 Niederlagen darunter. Das 3:1, es wäre wichtig. Toller Pass wieder von Jennecke. Grimaldi da in der Mitte und Kusic löscht für Türkgücü. Das Duo Ernst und Jennecke auf der rechten Seite harmoniert immer besser in den letzten Wochen. Und hier das wunderbare Zuspiel von Jennecke auf Ernst und Kusic vor Guras. Trotzdem hält Saarbrücken den Druck weiter hoch. Der richtig starke Pius Kretschmer, dann Pass von Greuß, Chance für Guras. Und das muss er besser machen. Er hat zu viele Möglichkeiten. Nee, nicht zu viele Möglichkeiten. Er lässt zu viele richtig gute Möglichkeiten dann noch liegen. Kretschmer leitet ein. Greuß hier mit dem Ball in die Schnittstelle. Dafür haben sie ihn gekauft. Und dann ist er noch nicht kaltschnäuzig genug, der Minos Guras. 3 Saisontreffer hat er ja bislang. Und wenn er solche Chancen noch nutzt, was wird er dann wert sein für diese Mannschaft? Also zur Pause führt der FC mit 2:1, ist zurück im Spiel. Sprung in die zweite Hälfte. Und sofort Druck und sofort Tor. 3:1. Und was sage ich's? Er muss kühler werden vor dem Tor. Und er ist es. 52. Minute. 3:1 für den ersten FC Saarbrücken. Und das sorgt jetzt für richtig Erleichterung. Klar, das ist ein Treffer zur Beruhigung. Und nochmal besonders hervorzuheben, hier der Einsatz von Greuß und dann der Pass, das Zuspiel. Er sammelt den nächsten Assist, Grimaldi. Und dann finalisiert er das Ganze. Minos Guras, bester Scorer beim FC. Und mit diesem 3:1 kippt das Spiel so ein bisschen, denn Saarbrücken macht jetzt nicht mehr allzu viel. Warum auch verwaltet diese ordentliche Führung. Und von München kommt nicht allzu viel, darum Entlastungsangriffe, diesmal eingeleitet von Guras, zusammen mit Müller. Und da ist er wieder, Minos Guras, aber den kriegen sie verteidigt, die Gäste aus München, die heute ohne Zacharia ihren Topspieler antreten müssen. Der ist mit Magen-Darm-Beschwerden in München geblieben. Noch gut gelöst von Mario Müller, der da Minos Guras bedient. Eigentlich nochmal eine wirklich gute Gelegenheit, hier auf 4:1 zu stellen. Und er wirkt doch deutlich entspannter, als man ihn kennt, weil er auch spürt, seine Mannschaft dominiert dieses Spiel. Und die nächste Gelegenheit für Minos Guras. Und da muss er aber doch in der Mitte Sebastian Jakob bedienen. Da ist er ein Tick zu eigensinnig. Klar, das darf ein Stürmer sein. Aber in einer solchen Situation muss er das Auge haben für den mitgelaufenen Jakob. Nächste Szene, jetzt eingeleitet. Hier von De Ville eingewechselt. Dann Müller. Jetzt kann er es machen, der Guras. Und wieder lässt er die Möglichkeit aus. Also wenn man dem FC überhaupt einen Vorwurf machen darf, dann, dass er nicht noch mehr Treffer erzielt. Und ja, die Münchner enttäuschen hier aus meiner Sicht, haben dann in der letzten Minute nochmal die Gelegenheit. Sliskovic eingewechselt, Barz, aber es bleibt bei einem hochverdienten Erfolg, weil der FC über weite Strecken total dominiert. Die erste Halbzeit, denke ich, war sehr gut. Da haben wir unser Spiel Türkgücü auch gut aufdrücken können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen weniger investiert und dementsprechend hat dann auch Türkgücü mehr Spielanteile bekommen. Aber ich denke, trotzdem können wir sehr zufrieden sein. Die Fans haben uns auch wieder getragen. 6.300 Zuschauer ist nicht ohne. Es ist fast jedes Mal ausverkauft. Die tragen uns und wenn wir halt nach dem 1:1 wieder zurückkommen, dann singen die ja hier das volle Haus und kriegt man immer wieder Gänsehaut. Ich glaube auch, dass unser Mental das uns stärkt, dass wir da vorne auch die Dinge reinmachen.
fünftes Heimspiel, dritter Heimsieg. Saarbrücken erobert den Park zurück, trotz Personalsorgen und trotz Rückstand. Das Team lässt sich nicht beirren und auch nicht von Rassismusdiskussionen. Team und Trainer halten den Kontakt zur Tabellenspitze. Molstapower hat heute mehr Energie als die türkische Kraft Turgutschü aus München. Und dies in einer schwierigen Situation, im Beitrag angesprochen. Die Verurteilung in erster Instanz durch das DFB-Schiedsgericht von Dennis Erdmann für angeblich rassistische Aussagen im Spiel gegen Magdeburg. Heiß diskutiert in der Fußballszene und in der Öffentlichkeit. Umstritten. Nicht die Tatsache, dass für Rassismus kein Platz im Fußball gibt, aber die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe macht nachdenklich. Ein Kommentar von unserem Sportchef Uli Fritz. Dennis Erdmann. Ich kenne ihn nicht. Ich sehe ihn nur. Ja, er sieht aus wie einer, der auf dem Spielfeld auch mal verbal hinlangt. Aber seit wann zählt das Aussehen? Die Hautfarbe, die Kleidung, Tattoos womöglich? Recht, nicht Rache. So nannte der jüdische Publizist Simon Wiesenthal seine Autobiografie. Das ist hochgegriffen, dennoch. Darum sollte es auch im Fall Dennis Erdmann gehen, ums Recht, nicht um mögliche persönliche Rachemotive und auch nicht um das Setzen von Zeichen gegen Rassismus im Sport. Ein ehrenwertes Motiv, aber nicht um jeden Preis. Und schon gar nicht, wenn dieser Preis so teuer wird, dass ein Berufsleben damit ruiniert wird. Denn eines treut herauf am Horizont. Wenn auch das Berufungsverfahren scheitert, dann wird der FC nicht umhinkommen, den Vereinsstatuten gemäß den Spieler zu entlassen. Rassist. Mit diesem Keinsmal auf der Stirn muss Erdmann dann versuchen, einen neuen Verein zu finden, ganz zu schweigen von sozialer Ächtung. Das alles auf der Basis von unbewiesenen Aussagen. Ja, die Vorwürfe wiegen schwer, aber die Folgen eines Urteilsspruches auch. Deswegen sollte auch der DFB nach rechtsstaatlichen Geboten verfahren und nicht nur nach dem Wunsch, ein Exempel setzen zu wollen im Kampf gegen Rassismus. Nun soll der Angeklagte den Unschuldsbeweis führen, anders als im Strafrecht üblich. Erdmanns Aussage allein reicht offenbar nicht. Die der anderen drei Magdeburger Spieler schon. Obwohl deren Empörung offenbar nicht groß genug war, sich direkt nach dem Spiel an den Schiedsrichter zu wenden. Der Hauptzeuge, der Magdeburger Spieler Attik, wurde sogar als unglaubwürdig eingestuft. Ich will hier gar nicht von einem Komplott reden, das gegen Erdmann geschmiedet worden sein soll, wie es die Saarbrücker Seite ins Feld führt. Hier geht es darum, dass nicht auf der Grundlage unbewiesener Aussagen ein Spieler ruiniert wird. Es wurde schon Wettbewerbsverzerrung betrieben, als Erdmann ohne Urteil gesperrt war. Nun ist auch noch ein Feuer entzündet worden, das so schnell nicht mehr gelöscht werden kann. Sollte das Beispiel Schule machen, dann ist künftig der Verleumdung Tür und Tor geöffnet. Rassismus hat keinen Platz, auf dem Platz und auch daneben nicht. Aber es gilt, er muss bewiesen sein. Sonst wird nicht Recht gesprochen, sondern Rache geübt. Ein Kommentar von Uli Fritz. Und hier die Ergebnisse. Havelse gegen Viktoria Köln 1:0. Osnabrück gegen Meppen heute dann ebenso 1:0. Der TSV 1860 München gegen Zwickau 0:2. Waldhof Mannheim 2:1-Sieger gegen den Hallischen FC. Magdeburg-Würzburger Kickers, wie gesehen. Saarbrücken gegen Türkgücü München kennen Sie auch. Und der MSV Duisburg heute 3:2 gegen Eintracht Braunschweig. Der erste FC Kaiserslautern ist morgen dran. Wehen und Dortmund am Montag. Ein Blick auf die Tabelle. Magdeburg trotz der Niederlage weiter vorn. 2 Punkte vor Viktoria Berlin und dem VfL Osnabrück. Gefolgt von Waldhof Mannheim und dem ersten FC Saarbrücken. Vorgerückt auf Rang 5. Dann Dortmund 2, Wien Wiesbaden, Halle, Eintracht Braunschweig und Ferl zurückgefallen. Türkgücü München. Wir machen noch einen Blick in den Tabellenkeller und finden unten wieder unterm Strich die Würzburger Kickers, allerdings nach oben gerückt. Kaiserslautern auf Rang 18, Viktoria Köln auf Platz 19 und Havelse, auch das trotz des Sieges gestern gegen Viktoria Köln, 20. und letzter.